Die letzte Generation polarisiert. Nur 16% der Deutschen unterstützen laut einer Umfrage ihren Protest. Das liegt vor allem an ihrer Protestform. Seit der Gründung vor 2 Jahren fällt die Gruppe vor allem durch Straßenblockaden auf. Aber erreicht die letzte Generation so das, was sie erreichen will? Wir sprechen heute über die Wissenschaft hinter Protestbewegungen, insbesondere in der Klimabewegung. Und dabei streifen wir eine ziemlich große Frage. Wie verändert man etwas in einer Gesellschaft? Eine Sache noch vorab, die mir sehr wichtig ist. Dieses Video hier wird etwas anders als sonst, aber es ist kein Meinungsvideo. Klar ist das Thema emotional und auch jeder hier im Team hat eine Meinung dazu. Aber in diesem Video hier wollen wir mit Studien und Beispielen aus der Vergangenheit arbeiten und darauf schauen, was die Protestforschung sagt. Wie immer seht ihr deswegen hier unten die Quellen, die wir bei der mehrwöchigen Recherche für dieses Video hier zusammengetragen haben. Und hier oben diese Einblendung, wenn es sich dann doch mal um meine Meinung handelt. Und die wird vor allem am Ende des Videos kommen. Die Wissenschaft ist eindeutig. Wir müssen die globale Klimakrise bekämpfen. Die letzte Generation fordert aktuell genau 3 konkrete Dinge, um damit anzufangen. Ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket, einen Gesellschaftsrat und ein Tempolimit von 100 km/h. Letzteres wird natürlich nichts, denn wir haben nicht genug Schilder. Schade eigentlich, denn laut Umweltbundesamt könnten wir damit 4,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Jedes Jahr. Beim 9-Euro-Ticket letzten Sommer ist umstritten, ob es einen Nutzen fürs Klima hatte, aber vermutlich haben viele auch nicht ihr Auto abgegeben, weil sie wussten, dass das Ticket wieder endet. Nach einer Greenpeace-Schätzung könnte ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket 2 bis 6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Ein Gesellschaftsrat wiederum soll konkrete Maßnahmen zum Ausstieg aus fossilen Rohstoffen erarbeiten. Die Regierung soll öffentlich zusagen, die Maßnahmen ins Parlament zu bringen. Mehr will die letzte Generation nicht. Und um das zu erreichen, nutzen sie Straßenblockaden, Farbanschläge auf Privatjets, Gebäude und auf Schutzscheiben von Gemälden und sie verteilen containerte Lebensmittel. Das kann man zivilen Ungehorsam oder zivilen Widerstand nennen. Wir haben Professor Sebastian Hauns vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung gefragt, was das genau heißt. Auch wenn es keine klare Definition gibt, gibt es Merkmale. Erstens, Übertretung von Gesetzen, anders als zum Beispiel bei angemeldeten Demonstrationen. Zweitens, Gewaltfreiheit gegenüber Personen. Ob Sachbeschädigung dazu zählt, ist umstritten. Drittens, Symbolkraft. Es geht um Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit. Und viertens, Anerkennung des gesetzlichen Rahmens. Obwohl einzelne Gesetze beim Protest übertreten werden, geben die Aktivisten keine falschen Personalien an, sie lassen sich festnehmen und sie tragen die Konsequenzen ihres Handelns. Aber bringt ziviler Ungehorsam etwas? Eins erreicht die letzte Generation auf jeden Fall. Aufmerksamkeit. Und die brauchen sie auch. Zumindest legt das eine Studie nahe, die die Klimagesetzgebung in verschiedenen Ländern verglichen hat. Sie konnte zeigen, dass der öffentliche Diskurs einen starken Einfluss auf die Ambitionen der Regierung in den Gesetzen hatte. Öffentliche Debatten, zum Beispiel zu den Hochzeiten von Fridays for Future, hatten einen größeren Einfluss auf die Ziele als die politische Orientierung der Regierung. Zu der Studie wollen wir aber noch etwas dazu sagen. Sie wurde unter anderem von Professor Reinhard Steurer verfasst, der nach ihrer Veröffentlichung seine Unterstützung für die letzte Generation in Österreich bekannt gegeben hat. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass er befangen ist. Er sagt, dass seine Unterstützung für den Protest das Ergebnis seiner Forschung ist und nicht ihre Ursache. Da seine Forschungen zeigen, dass Protest wirkt, solidarisiere er sich mit den Aktivisten, um genau das hervorzuheben. Wir sind die Studie selbst durchgegangen und die Methodik ist solide. Außerdem ist es nicht ungewöhnlich, dass Wissenschaftler sich persönlich für die Themen einsetzen, die sie erforschen. In unseren Augen wäre es nicht richtig, deren Ergebnisse allein deshalb nicht mit einzubeziehen. Die letzte Generation braucht also Aufmerksamkeit. Wie kann das klappen? Eine Studie beschreibt das Dilemma der Aktivisten. Extremer Protest verringert typischerweise die Zustimmung zur Gruppe und sogar zu den Zielen der Bewegung. Als extremer Protest gelten in der Studie beispielsweise die Besetzung einer Abtreibungsklinik, ein Einbruch in ein Tierversuchslabor oder eine aggressive Straßenblockade, in der Aktivisten auf Autos klettern und herumschreien. Aber, und das ist das Dilemma, der extreme Protest sorgt auch für mehr mediale Aufmerksamkeit und kann dadurch direkt sozialen oder finanziellen Druck ausüben.
In einer anderen Studie aus den USA wurde untersucht, wie Klimaprotest auf verschiedene politische Gruppen wirkt. Was richtig spannend ist, Wähler der Democrats unterstützen sowohl friedliche Demonstrationen als auch zivilen Ungehorsam, während Independents nur Demos befürworten. Und auf Republicans hatte keiner der Proteste einen klaren Effekt. Gewaltsamen Protest lehnten alle Gruppen ab. Und, ganz wichtig, in keiner der Gruppen wurde festgestellt, dass der Protest weniger Zustimmung zu den Zielen der Bewegung zur Folge hatte. Deswegen könnte man argumentieren, dass die öffentliche Meinung zu einer Gruppe, wie zum Beispiel der letzten Generation, mehr oder weniger egal ist. Wichtig ist allein die Zustimmung zu ihren Zielen und Forderungen. Die letzte Generation handelt nicht gewaltsam. In der Klimabewegung gibt es seit Jahren keine Strömung, die Gewalt als legitim ansieht. Und die letzte Generation reagiert auf Gewalt nicht mit Gegenwehr. Trotzdem wird ihr häufig vorgeworfen, dass ihr Protest radikal oder extrem sei. Stimmt das? Radikaler Protest ist auch in der Forschung nicht klar definiert. Aber der Begriff impliziert entweder radikale Forderungen oder radikale Mittel. Die letzte Generation fordert ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit, aber alles im Rahmen vom globalen Kampf gegen die Klimakrise. Die gesellschaftliche Veränderung, die wir brauchen, um die Klimakrise einzudämmen, die ist auf jeden Fall radikal. Aber das macht zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen radikal, nicht aber diejenigen, die fordern, es einzuhalten, oder? Übrigens auch unser Grundgesetz schreibt Klimaschutz vor und wird von unserer eigenen Regierung nicht eingehalten. Es kann also gar nicht radikal sein, von einer Regierung einzufordern, die eigenen Gesetze einzuhalten. Die Forderung ist also eigentlich sehr gemäßigt. Und die Mittel sind, wie gesagt, nicht gewaltsam. Gerade in der Umweltbewegung haben Blockaden von Kohlebaggern oder Atommülltransporten außerdem eine gewisse Tradition. Darum spricht Professor Hounds nicht von einer Radikalisierung, sondern von einer Ausdifferenzierung in der Klimabewegung, die es eben auch in anderen sozialen Bewegungen gab. Aber trotzdem können radikale Gruppen einer Bewegung ein Stück weit helfen. In einigen wissenschaftlichen Studien wird der sogenannte radikale Flankeneffekt beschrieben. Wenn eine radikale Gruppe in einer Bewegung aktiv ist, dann kann das dafür sorgen, dass andere Gruppen mit ähnlichen Zielen anders wahrgenommen werden. Um das zu verstehen, lasst uns mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Nicht immer durften Frauen in der Vergangenheit genauso wählen wie Männer. Etwas, was heute ziemlich offensichtlich richtig ist und was niemand anfechten würde, war vor 150 Jahren gar nicht so klar und musste eingefordert werden. Über 60 Jahre lang haben sich Frauen in Großbritannien zum Beispiel dafür eingesetzt. Der Protest wurde mit der Zeit zwar intensiver, blieb aber immer friedlich und legal. Passiert ist in der Zeit mehr oder weniger nichts. 1903 haben sich dann einige Frauen zusammengeschlossen, die als Suffragetten bekannt wurden. Ihr Motto: Taten statt Worte. Taten sind aber nicht nur Sachbeschädigungen oder das Anketten an Gebäude, so wie die letzte Generation vielleicht auch ein bisschen, sondern auch Anschläge auf Politiker und Brandstiftung. Anders als die letzte Generation. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde ein Wahlrecht für alle Männer und einige Frauen beschlossen. Man kann auf keinen Fall sagen, dass die Suffragetten alleine für den Erfolg der Bewegung verantwortlich waren. Sicher hat auch der Krieg eine Rolle gespielt und auch die Arbeit der gewaltfreien Suffragisten, andere Gruppe. Aber in die Geschichte eingegangen sind sie nun mal nicht. Die haben nicht mal einen deutschen Wikipedia-Artikel. Man kann die Suffragetten also als radikale Flanke der friedlichen Suffragisten sehen, die dadurch die Suffragisten als weniger radikal erscheinen lassen und damit die Forderungen als anschlussfähiger. Die Forschung dazu ist aber nicht ganz eindeutig. Jetzt wäre natürlich interessant zu fragen, gibt es diesen Effekt auch bei der letzten Generation? Helfen die dabei, Fridays for Future zum Beispiel, salonfähiger zu machen? Obwohl der Protest der letzten Generation nicht radikal ist, werden sie ja in der Öffentlichkeit trotzdem so wahrgenommen. Tatsächlich gibt es dazu, fast noch druckfrisch von diesem Frühjahr, eine Untersuchung der Uni Erfurt. Die Befragung gibt Hinweise auf einen positiven radikale Flankeneffekt. Teilnehmer, die zuerst einen Text über die letzte Generation und dann über Fridays for Future gelesen haben, haben Fridays for Future im Schnitt als etwas weniger radikal empfunden und sowohl ihre Aktionen als auch ihre Ziele eher unterstützt. In vielen sozialen Bewegungen gab es so ein Nebeneinander von Protestformen und in vielen Fällen war das ein Vorteil für die Bewegung. Und jede dieser Bewegungen fand in einem ganz anderen Kontext statt, je nach Zeit, Gesellschaft und Protestkultur. Taktiken, die heute als extrem wahrgenommen werden, waren es vielleicht vor einigen Jahrzehnten nicht. Oder sie werden durch noch radikalere Gruppen wieder als moderater betrachtet.
Jede Bewegung muss also für sich betrachtet werden. Man kann nur wenig voraussagen, wie die Gesellschaft auf bestimmte Proteste reagiert. Das macht es auch sehr schwierig, genau zu sagen, was zum Erfolg oder Misserfolg einer Bewegung führt. Vor wenigen Monaten wurden die letzten deutschen AKWs abgeschaltet. Verdanken wir das der Anti-AKW-Bewegung vor 50 Jahren oder eher Fukushima? Okay, kurzes Zwischenfazit. Irgendwie ja alles etwas deprimierend, dass man so wenig wirklich sicher sagen kann. Aber auch das wollten wir mit euch teilen. Die Wissenschaft kann nicht jede Frage eindeutig beantworten. Und dazu gehört die Frage, ob die letzte Generation mit ihrem Protest ihre Ziele eher erreicht oder ihnen eher schadet. Protestbewegungen sind einfach mega komplex. Dazu kommt noch, die Aktionen der letzten Generation sind relativ weit entfernt von ihrem unmittelbaren Anliegen. Wenn ein Kohlebagger blockiert wird, dann ist jedem ziemlich klar, dass das eine Aktion zum Thema Kohleabbau ist. Rosa Parks setzt sich im Bus auf einen Sitzplatz, auf dem sie eigentlich nicht sitzen dürfte, weil sie genau das ändern möchte. Und der Begründer des zivilen Ungehorsams zahlte damals keine Steuern, weil mit diesem Geld Krieg und Sklaverei finanziert wurde. Bei den Aktionen der letzten Generation ist das nicht immer so. Laut Professor Hounds trägt das dazu bei, dass man die Wirkung der letzten Generation noch schlechter beurteilen kann. Ähnlich wie bei Witzen. Wenn Protestaktionen erklärt werden müssen, ist das eher schlecht. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die letzte Generation Schutzscheiben von Gemälden beschmiert, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir Kunst nur in einer Welt haben, in der wir uns nicht ständig mit Hungersnöten und Naturkatastrophen herumschlagen müssen? Sie beschmieren also die Scheibe eines Gemäldes, um damit symbolisch zu zeigen, was die Klimakrise wirklich tun wird. Kunst zerstören. Okay, verstehe ich, aber musste mir auch erstmal jemand erklären. Eine Idee könnte also sein, direkteren Protest zu machen. Deswegen haben wir mal bei der letzten Generation selber nachgefragt und dort wurde uns gesagt, dass die Gruppe natürlich weiß, dass Straßenblockaden nicht perfekt sind. Aber sie funktionieren einfach am besten, weil man in den alltäglichen Raum eingreift und dadurch viel mehr ins Gespräch kommt. Das Dilemma der Aktivisten. Und ich verstehe den Struggle, denn bei der Recherche für dieses Video sind wir auf einige kreative Proteste gestoßen, die aber niemand mitbekommen hat. Zum Beispiel hat die letzte Generation letztes Jahr Privatjets am BER blockiert, unserem Verkehrsminister Tempo 100 Schilder geliefert und mehrmals Ölpipelines abgedreht. Wurde darüber so viel berichtet wie über Straßenblockaden? Ich glaube nicht. Bestimmte Proteste haben nicht den erhofften Effekt gehabt und werden darum nicht mehr gemacht. Die Proteste gegen Luxus und Konsum wurden sogar früher als geplant beendet, weil die persönlichen Konsequenzen im Vergleich zum Output zu hoch waren. Und jetzt zu meiner eigenen Meinung. Ja, der Lebensstil von Reichen ist deutlich klimaschädlicher und das kann und sollte man kritisieren. Trotzdem, hier wird Privateigentum beschädigt und das ist nicht in Ordnung. Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik, unterstützt die letzte Generation in Österreich, darüber hatten wir vorhin schon gesprochen, und in seinen Augen ist die Medienaufmerksamkeit das Beste, was die letzte Generation hat. Auch wenn das als Selbstzweck natürlich nicht reicht. Es muss anschließend dann auch über die Klimakrise gesprochen werden. Sorgt die letzte Generation denn dafür? Ein Forschungsprojekt der Uni Hamburg untersucht gerade genau das am Beispiel der letzten Generation. 2022 sind demnach die Tweets und Artikel sprunghaft angestiegen. Allerdings bezieht sich nur etwa ein Drittel der journalistischen Texte auf Begriffe wie Klimakrise, Klimawandel oder Klimakatastrophe. Insgesamt wird sich zwar nicht deutlich mehr mit dem Klimawandel auseinandergesetzt als vorher, allerdings sagen auch die Forschenden, dass das vielleicht gar nicht das Ziel der Proteste sein muss. Und vor allem, dass schwer zu sagen ist, wie die Klimaberichterstattung ohne die Proteste der letzten Generation aussähe. Das Forschungsprojekt zeigt aber, dass vor allem die Online-Debatte polarisiert. Die Tweets von Unterstützern verteidigen die letzte Generation in Bezug auf polizeiliche Maßnahmen und Übergriffe oder fordern mehr Klimaschutz. Die Anti-Tweets, nennen wir sie jetzt mal hingegen, stellen die letzte Generation als gemeingefährliche Klimaterroristen dar oder verherrlichen sogar Gewalt gegen die Gruppe. Die Gegner nutzen auf Twitter also vor allem extreme Frames. Formuliert werden diese teils viralen Anti-Tweets vor allem von konservativen und rechtspopulistischen Accounts. Das zeigt sich auch in der öffentlichen Wahrnehmung. In einer Umfrage gibt über die Hälfte an, dass sie die Proteste der letzten Generation als Erpressung wahrnehmen. Und die Selbstjustiz von Blockierten gegen die Aktivisten nimmt zu. Okay, was sind jetzt die wirklichen Facts? Wissenschaftlich ist unumstritten, dass wir nicht genug tun, um die Klimakatastrophe aufzuhalten. Die letzte Generation bringt dieses Thema in die mediale Aufmerksamkeit. Aber dadurch verschiebt sich die Debatte auch weg von den Zielen hin zu ihren Methoden.
Ob man die Verantwortung dafür jetzt bei den Medien oder bei der letzten Generation sucht, das ist eine andere Frage. Im Vergleich zu anderen Protestbewegungen hat die gesamte Klimabewegung sehr moderate Forderungen und gerade im historischen Vergleich kann man auch kaum von radikalem Protest sprechen. Trotzdem wird die letzte Generation in der Öffentlichkeit als radikal wahrgenommen, weil sie durch die mediale Berichterstattung so dargestellt wird. Deswegen kann man vermuten, dass radikale Flankeneffekte trotzdem greifen und moderatere Teile der Klimabewegung als anschlussfähiger wahrgenommen werden. Gleichzeitig könnten aber die Aktionen der letzten Generation, weil sie oft so wenig mit den konkreten Forderungen der Bewegung zu tun haben, auch dazu führen, dass Klimaproteste insgesamt negativer gesehen werden. Voraussagen sind also schwierig. Das liegt auch in der Natur von Protestbewegungen. So richtig können sie nur retrospektiv betrachtet werden und selbst dann ist nicht immer alles klar. Vielleicht blicken die Menschen in 20, 30 oder 100 Jahren auf heute zurück und fragen sich, wie der Protest so gemäßigt bleiben konnte. Vielleicht fragen sie sich auch, wieso generell so wenig protestiert wurde, wenn so viel auf dem Spiel stand. Und damit sind wir auch schon bei meiner eigenen Meinung. Der Protest der letzten Generation ist nicht perfekt. Aber er ist das Beste, was wir haben. Die Gruppe macht vieles richtig, indem sie stört und dafür sorgt, dass sie nicht mehr ignoriert werden kann. Und wir wissen einfach nicht genau, welcher Protest tatsächlich am wirksamsten ist. Aber ich frage mich auch, schuldet uns die letzte Generation perfekten Protest? Oder schuldet uns nicht vielmehr unsere Regierung wirksamen Klimaschutz? Sind wir hier nicht gerade auf die Falschen sauer? Und was ist die Alternative? Gemäßigter Protest, Paneldiskussionen, irgendwelche öffentlichen Debatten, das hat seit Jahren nicht gereicht. Okay, es bringt ein bisschen was, aber längst nicht in dem Maße, das wir brauchen, um auf dieser Erde zu überleben. Wir sollten alle in absoluter Panik sein, uns brennen die Haare auf dem Kopf und die letzte Generation ist die einzige Gruppe in Deutschland, die gerade entsprechend handelt. Die Frage ist also nicht, wie nervig darf Klimaprotest sein, sondern wie nervig muss Klimaprotest sein, damit wir und ganz besonders die Politik nicht mehr einfach die Augen verschließen können vor dem, was uns erwartet. Viel mehr als jeder Protest, als eine Stunde im Stau oder eine verzögerte Kreuzfahrt werden die Folgen der Klimakrise nerven. Das Aussterben der Ökosysteme, die wir zum Überleben brauchen, nervt. Was wir jetzt gerade sehen, Waldbrände, Überschwemmungen, viel zu warme Ozeane, Hitzewellen, Wasserknappheit. Das ist alles nur der Anfang. Selbst wenn wir jetzt sofort reagieren, wird es erstmal schlimmer, bevor es wieder besser wird. Gestern war der heißeste Tag aller Zeiten. Und es wird bei weitem nicht der letzte sein, den wir erleben werden. Dieses Problem betrifft uns alle. Wir sind alle Teil der Öffentlichkeit, die in unserer Demokratie darüber entscheidet, welche Klimagesetzgebung es gibt. Wir sind alle Publikum der letzten Generation. Und wir entscheiden alle darüber, wie ihr Protest wahrgenommen wird, ob eine positive oder eine negative Wirkung hat. Wir könnten auch dafür sorgen, dass statt der Protestform die Klimaziele im Mittelpunkt stehen. Oder noch besser, deren Umsetzung. Eine Gruppe, die Umweltschutz schon heute konsequent umsetzt, ist das Team von Planet Wild. Wenn ihr selbst etwas für den Schutz unseres Planeten tun wollt, euch aber die Protestform der letzten Generation vielleicht etwas zu viel ist, dann solltet ihr euch das hier angucken. Die Rewilding-Organisation Planet Wild führt jeden Monat ein großes Umweltschutzprojekt durch, um unseren Planeten zu renaturieren und die Schäden zu beheben, die die Menschen der Natur zufügen. Ihre Arbeit dokumentieren sie dann immer in einem coolen Video und finanziert wird das alles von einer Community, der jeder beitreten kann, der etwas für den Schutz unseres Planeten tun möchte. Ich selbst bin Teil davon, weil ich es unglaublich gut und wichtig finde, wirklich etwas für die Erhaltung unserer Ökosysteme zu tun und nicht darauf zu warten, dass irgendjemand anderes was unternimmt. In diesem Video hier beleben sie das Ökosystem der Oder wieder, das 2022 von einem massiven Fischsterben betroffen war. Und in diesem Video hier retten sie den süßesten Vogel Europas vor dem Aussterben. Die Planet Wild Videos sind wirklich einzigartig. Es geht sowohl um effektiven Umweltschutz als auch um spannendes Hintergrundwissen und Unterhaltung. Ist eine sehr coole Kombi, also schaut rein und unterstützt das Team.